Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ihnen allen wünscht die PKS ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr. Für die Weiterentwicklung des Fernsehens in der Bundesrepublik Deutschland ist dies heute ein ganz besonderer Tag. Sie sind in dieser Minute Zeuge des Starts des ersten deutschen privaten Fernsehveranstalters, der Sie mit einem Vollprogramm täglich ab 16.45 Uhr über den Nachmittag und Abend begleiten will. Dieses PKS-Programm wird ab 1. April auch in München zu sehen sein und dank der modernen Satellitentechnik, so erwarten wir, bald auch in weiteren Gebieten der Bundesrepublik. Ziel der PKS also ist es, ein nationaler Programmveranstalter zu werden. Ob wir Erfolg dabei haben werden, das entscheiden allein Sie, die Zuschauer, denn Sie sind der Adressat unseres Programms. PKS also, das heißt täglich Spielfilme, Serien, Shows, Zeichentrick, Dokumentation und Kinderprogramme, wobei für die Kinder der bekannte Otto Meyer Verlag aus Ravensburg neue Programme beisteuern wird. PKS-Kanal, das heißt aber natürlich auch Informationen aus Politik und Wirtschaft, Kultur und Sport. Aus Rheinland-Pfalz täglich zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr. Tele Südwest, gestaltet von der Rheinpfalz aus Ludwigshafen, der Mainzer Verlagsanstalt und dem Koblenzer Mittelrhein Verlag unter der Regie der Allfunk. Für die nationalen und internationalen Nachrichten haben wir als Kooperationspartner die FAZ gewonnen. Für eine erste Direktschaltung ins Nachrichtenstudio der FAZ rufe ich Frankfurt.